Mietfahrverbot muss aufgehoben werden. Es gibt keine Alternative. Während sich am Schandberger Linie der Verkehrsstau wurde in Bern eine Koordinationsgruppe gebildet, die sich dem Problem annimmt. Das Nachtfahrverbot hält das zu. Portugal! Der weitere Schlagzeilen des Tages. Großkamp heute Abend im Dorfzentrum von Klinz. 8 Häuser und 7 Stelle brennen gestattet, weil sich die Standkamp. Die letzte gigantische Sprengung am Drei-Schluchten-Staudamm in China. Nun strömt das Wasser des Yangtze-Flusses zum größten Wasserkraftwerk der Welt. Da caralho! Feito de ABB. Iran ist schon bereit. EU-Chef-Diplomat